Herzlich willkommen zu den S-Lab News. Zoom hat es mal wieder getan. Wenn das Gerät hält, was es auf dem Papier bzw. in den ersten Videos verspricht, wurde endlich das in 32-Bit liegende Potenzial hier zu Ende gedacht und darüber hinaus super kompakt realisiert. In anderen Worten, ein Home-Studio zum in die Hosentasche stecken. Die äußeren Merkmale sind schnell erklärt. Über die vier verschiedenen Fader können vier Aufnahmespuren und der dezidierte Bounce-Track bespielt werden. Unten am Gerät stehen zwei XLR-TRS-Kombi-Eingänge für Gitarre, Bass, Keyboard und Mikrofone zur Verfügung. Der R4 hat sogar ein integriertes Mikrofon mit Kugelrichtcharakteristik mit an Bord. Im R4 steht natürlich die Dual-AD-Schaltung mit 32-Bit-Float-Aufnahmetechnologie zur Verfügung, ähnlich wie sie zum Beispiel im neuen 32-Bit-Audio-Interface UAC-232 zum Einsatz kommt, zu dem ich hier rechts oben verlinkt erst kürzlich einen kompletten Review erstellt habe. Wer Farben sehen kann, freut sich über ein farbiges LCD-Display. Donnerlütchen, das sollte im Jahre 2023 schon möglich sein. Falls du meinen Review zum Zoom A1 X4 kennst, ähnlich wie hier stehen auch im R4 integrierte Effekte wie Equalizer, Hall, Kompressor und diverse Gitarreneffekte zur Verfügung. Mit R4 ist jetzt nicht der Renault, sondern noch immer der Zoom R4 Multitrack gemeint. Natürlich kann der R4 wie die meisten Aufnahmegeräte aus der Audioschmiede Zoom alternativ auch als Audio-Interface verwendet werden. Der R4 kann mobil durch eine externe Powerbank oder auch mit vier intern zu fixierenden Doppel-A-Batterien bespeist werden. Alles in allem hört sich das nach einer wirklich gut durchdachten und vor allem intuitiv zu bedienenden Aufnahmemaschine an. Aber das große Potenzial des R4 Multitrack liegt in der intern abgelegten Dateistruktur, die es ermöglicht, dass man später noch einmal zu vorherigen Takes zurückspringen kann. In anderen Worten, trotz mehrfachen Overdubbings, welches Zoom jetzt einfach als Bouncing bezeichnet, und trotz praktisch nur vier einzelner Spuren, geht beim Hinzufügen neuer Aufnahmen letztendlich nichts mehr verloren. Da das Aufnahmegerät schlauerweise die einzelnen Spuren aller vorheriger Takes in der History jedes einzelnen Projekts speichert, so dass man in der Nachbearbeitung per DAW theoretisch nochmals sämtliche Takes nebeneinander aufrufen und optimieren kann. Somit komme ich noch einmal zum Anfang und dem zur Sprache gebrachten Potenzial von 32-Bit zurück. Genau genommen zur Technologie der dualen AD, also Analog-Digital-Wandler, die sowohl bei super leisen wie auch extrem lauten Geräuschen in 32-Bit-Dateien durch das gesamte Spektrum der jeweiligen Aufnahme hindurch tatsächlich nahezu rauschfreies Aufnehmen ermöglichen. Dies macht sorgenfreies, nachträgliches Abstimmen und Bouncen möglich, also das Überlagern und Bündeln mehrerer Tracks, ohne sich Sorgen über eine zunehmende Rausch-Sinfonie machen zu müssen, wie etwa im guten alten Zoom H6 oder ganz weit zurück in die Geschichte der ersten Vier-Spur-Tape-Recorder von Yamaha oder ähnliches hinein. Ich hoffe sehr, demnächst ein Testgerät zu bekommen und bin gespannt zu untersuchen, ob die Maschine dann tatsächlich hält, was die jetzt gerade erst losrollende Werbetrommel versprochen hat. Wenn dich das Review interessiert,